Meine lieben Little Sweet Larry Fans, Larry Leffer Fans, wir haben mittleren Seegang und wir gehen jetzt mal raus. Wir waren letztes Mal bei der Bibliothekarin und wir haben die gute Victorian Principles kennengelernt. Na, kleine Anspielung auf die Dallas, glaube ich, ne? Pamela Ewing hieß sie. Und natürlich auf viktorianische Prinzipien. So, okay, pass mal auf, wo kommen wir denn hier noch irgendwo hin? Sehe ich jetzt aktuell vielleicht mal gerade noch ein Dildo? Denn wie gesagt, es wird immer schwerer, die Jungs zu entdecken. Wir gehen jetzt... Das ist... Säule, ja, die Säulen sehen verdächtig aus, liebe Leute. Komisch. Diese Säulen erinnern dich an irgendwas. Ja, unbedingt. Ja, das kann man so sagen. Dann gehen wir hier lang, Larry. Das ist, gucken wir mal. Lefty ist wieder am Piano. Letztes Mal war das Hühnchen da. Wiener Wald hieß das, glaube ich, ne? Und, naja. Oh! Paradise. Achtung bitte, eine Durchsage. Don hat gerade den Hochgeschwindigkeitsteil des TLP-Wettbewerbs für sich entscheiden können. Also Don gewinnt hier viele. Was ich als erstes sehe ist... Yeah, baby! Yeah! 12 haben wir gefunden von dat Dildo, ne? Das ist auf jeden Fall hier Herz aller Liebste. Wen haben wir hier oben? Bob Pitt, bitte. Bob Pitt, der Bildhauer, arbeitet hart und nimmt letzte Korrekturen an seinem Meisterwerk vor. Der Würfel Venus. Der Würfel Venus. Das ist, glaube ich, so eine kleine Verarschung oder eine Anspielung auf Bob Ross. Und wer kennt Bob Ross? Ein lustiger Maler, fand ich damals, habe ich gefeiert, die Sendung. Habe ich geliebt, was der so mit seinen Pinseln machte. Das war schon wirklich extrem. So, pass mal auf. Wir reden mal mit Bob Ross. Hallo? Entschuldigen Sie, Herr Bildhauer? Scheint beschäftigt zu sein. Das ist aber schade. Was haben wir denn hier? Ganz kurz mal gucken, hier war der Dildo. Ah, das ist der David von, ne, dem Michelangelo oder wer war es? Wir gucken uns mal an. Der David aus Karten ist kein Kartenhaus. Es ist alles fest verklebt. Was haben wir denn hier oben? Fällt mir gerade mal ein, Moment. Nagel. Von hier aus ist es schwer zu beurteilen, aber es könnte sein, dass ein Eisennagel aus der Decke herausragt. Ein Eisennagel? Das ist... Was haben wir hier? Venus. Aha. Oh. Schön. Das ist... Diese nähere Betrachtung enthüllt, dass die Würfel-Venus noch nicht ganz fertig geklebt worden ist. Das ist alles für Venus. Wir gehen noch ganz kurz raus, weil der Gute, ne, er will ja nicht mit uns reden. Hallo? Entschuldigen Sie, Herr Bildhauer? Hier ist auch noch so ein Scheint Ding. Beschäftigt zu sein. Können wir den mal rufen? Wenn rufen vielleicht. Andere rufen. Oh, versteht er nicht. Okay. Weil, wenn wir jetzt nämlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wird jetzt Fürchterliches passieren, liebe Leute. Arme Bob Ross, wir haben Bobby zum Weinen gebracht. Ach du Scheiße. Bobby, das tut uns leid. Das Gerüst mag ja baufällig aussehen, aber in Wirklichkeit ist es unglaublich baufällig. Hast du die Raten deiner Lebensversicherung bezahlt? Ich habe keine Lebensversicherung. Was willst du mit einer Lebensversicherung, wenn du dein eigener Nutznießer bist? Naja, das ist wohl wahr. Bobby, komm jetzt mit dir reden. Bildhauer Bob ist mehr als nur ein bisschen bestürzt. Er möchte lieber allein sein. Ich habe einen Künstler traurig gemacht. Mit seinen zerbröselten Träumen. Man kann es doch wieder aufbauen. Okay, das ist rechter Tiki. Das ist Blas Diva, der Liebesgott der Tiki. Okay, und sieh nur seinen warmen, lächelnden Gesichtsausdruck. Und Ette? Das ist Heng Di A, der Kriegsgott der Tiki. Sieh nur den Zorn und die Blutrünstigkeit in seinen Augen. Och, der arme Künstler, das tut mir so leid. Das ist auf jeden Fall... Selbst einige Würfel in der Hand haltend, steht die Glücksgöttin bereit, Reichtümer über all jene auszuschütten, die unter ihr vorbeigehen. Ach, du armer Künstler, du tust mir so leid. Können wir hier irgendwas nehmen? Nee, irgendwie nicht. Ja. Freunde, gehen wir mal ins Casino, gucken, was da so gedroschen ist. Ne? Och, das tut mir so leid, armer Mr. Bob, das ist...
Wow. James Bond ist auch da. Drinks? Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Kann ich hier etwas von dem Bohnendip bekommen? Oh nein. Das sieht aus wie bei mir im Casino, liebe Leute. Hier, das haben wir alles, eine Casino Incorporation. Einmal das normale Spiel, einmal das Management. Das sind auf jeden Fall James Bonds hier. Und, können wir ein bisschen zocken? Diese Glücksspielautomaten erinnern dich sofort an die Lost Wages. Das stimmt. Ein Ereignis, fein dokumentiert in Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Und überall erhältlich, wo die Händler ihre verkaufte Ware noch in braunes Packpapier einwickeln. Ja, wer erinnert sich noch an, ne? Leisure Suit Larry Reloaded. Da haben wir zocken müssen, um uns Geld zusammenzukratzen und das hat auch funktioniert. Können wir so ein Ding mal benutzen? Diese Glücksspielauto. Ja, pass mal auf, das ist das James Bond? Ansehen, Adrette Gentleman, das sind alles Bonds. Der Grabstisch ist voller Leute in Smoking. Irgendetwas an ihnen kommt dir bekannt vor, aber du weißt nicht, was es ist. Es werden auch keine Fragen gestellt. Jetzt haben wir dann eine Durchsage verpasst. Jetzt nochmal hier, das habe ich nicht verstanden. Der Grabstisch ist voller Leute in Smokings. Irgendetwas an ihnen kommt dir bekannt vor, aber du weißt nicht, was es ist. Na, Krabs, wir müssen den Krabs-Wettbewerb gewinnen. Können wir den reden? Guck mal her, Larry. Hey, hat dir deine Mutter nicht beigebracht, wie man teilt? Anscheinend nicht. Aha. Könntet ihr Jungs mal ein bisschen Platz machen? Bitte? Bitte, bitte? Anscheinend auch nicht. Hey, da drüben an den Blackjack-Tischen gibt's Freibier. Guter Versuch, Larry. Na klar, Freibier gibt's hier auch. Ja, gibt's überall auf dem Schiff, wa? Was haben wir für eine süße Chica? Hallo, Baby. Was muss man tun, um hier ein paar Runden Krebs zu spielen? Gut, was immer es ist, ich tu's jedenfalls nicht. Mhm. Naja, was ich denn hier? Was ich denn hier? Yeah, Baby! Yeah, Baby! Okay, we found 13 out of 33. Das ist ein 2, das ist ja, ein Krabstisch kommen wir wahrscheinlich nicht du dran. Du wolltest schon Krabs spielen, seit du in Lost Wages warst. Damals in Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Nur eines von den vielen großen Spielen aus der handlichen Leisure Suit Larry Collector's Edition, erhältlich in allen Häusern, wo gute Software schrumpfsicher im Hinterzimmer angeboten wird, auch wenn die nie zugeben würden, dass sie es tun. Ja, schade. Der Tisch ist voll. Wie Spiel? Seht doch! Schimanski! Schimanski! Na, und was können wir hier? Können wir hier nicht? Können wir nicht? Können wir nicht? Das ist ein schönes Vulkanauto. Kakano. Das Würfelpaar-Casino hat einen einzigartigen Weg gewählt, um den großen Preis im fortlaufenden Glücksspielautomaten-Wettkampf zu präsentieren. Kakano. Okay. Du fragst dich, ob diese Sonnenschirme aus richtigem Gras sind. Ja, das frage ich mich in der Tat. Kommen wir hier runter? Was ist das? Eine Rolltreppe? Diese Rolltreppe führt in das untere Casino und in einiger Entfernung zu einem langgestreckten Flur. Da will ich jetzt mal sofort hin. Wenn wir hier schon nicht spielen können, müssen wir mal gucken, liebe Leute. Aber schönes Casino, fast so schön wie bei mir. Ne? Casino Incorporation, the game. Billy Boy? Weiß ich nicht. Aha. Auf jeden Fall Captain Tsai, da seht ihr, es lohnt Captain sich. Captain Tsai hat absichtlich Fotografien von sich selbst im ganzen Schiff aufgehangen, als Motivation für die Teilnehmer am großen Liebhaberpreis. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt sehr motiviert. Sehr motiviert. Wen haben wir denn hier? Oh je, wenn Typen wie der den Wettbewerb gewinnen können, wie hart kann der sein? In deinem Fall nicht ganz so hart. Okay, Billy Boy? Oh je, wenn Typen wie der den Wettbewerb gewinnen können, wie hart kann der sein? In deinem Fall nicht ganz so hart. Okay, wenn wir jetzt hier durchgehen, gibt's wahrscheinlich die Alarmanlage, wa? Mm-hmm.
Wir gucken mal ganz kurz. Ich mach mal einfach eine 6 draus, dann kann ich das hinterher nochmal... So, wir sichern das mal. Ihr seht, ich sichere nach jeder Folge. Das ist alte, ne, Spielkind-45-Tradition. Sichern. Wir gehen weiter, Freunde, wir gehen weiter. Eisenhart. Komm her. Absolute Sicherheit ist das Markenzeichen dieser Tür. Zu ihrer Linken sind der Kartenscanner, ein Netzhautscanner, ein Fingerabdruckscanner, ein Stimmenabdruckscanner, ein Zungenabdruckscanner und ein Auto-DNA-Sampler. Irgendetwas in deinem Innern sagt dir, dass du alle diese Prüfungen besser bestehen solltest, als auch nur bei einer durchzufallen. Absolute Sicherheit ist das... Okay. Aha, gucken wir mal. Sprich in dieses Mikrofon und dein Stimmenabdruck wird vom zentralen Schiffscomputer aufgezeichnet, analysiert, weiterverarbeitet und mit einer Datenbank akzeptierbarer Stimmproben verglichen. Hallo? Wie gut kannst du die Stimme von Bert Wesselmann nachmachen? Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, wer Bert Wesselmann ist, aber David Hasselhoff wahrscheinlich, ne? Betätigen. Mach das nicht. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Nebenbei, könntest du mal ein Auge riskieren? Aha. Betätigen. Mach das nicht. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Mach das nicht. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Nebenbei, du weißt nicht, wo dieser Finger gewesen ist. Ja, das stimmt, das weiß ich wirklich nicht. Mach das nicht. Das würde den sofortigen Tod bedeuten. Nebenbei, sieh dir mal an, wo der Eingang liegt. Erst Reißverschluss öffnen. Wollen wir nicht. Öffnen. Wie bitte? Du glaubst im Ernst, du könntest all diese Verteidigungsmechanismen ignorieren und reinspazieren, indem du die Tür einfach nur aufschiebst? Ja. Yeah. Ja, was jetzt? Erschossen sind wir noch nicht. Öffnen! Wie bitte? Du glaubst im Ernst, du könntest... Andere zerbrechen. Oh ja, kurze Unterbrechung. 5 Minuten Pause. Absolute Sicherheit ist... Moment. Andere krapschen. Behalte deine Moment, andere... Wir drücken mal. Drücken. So, drücken. Hey, sieh mal, die Tür schließt nicht richtig. Ich kann einfach so reingehen. Okay. Es ist dein Arsch. Ich wusste, irgendwas war da, liebe Leute. Seid mir nicht böse. Achtung, bitte. Eine Durchsage. 67 Punkte haben wir. Bob hat gerade den Wettbewerb im Nacktstabhochsprung gewonnen. Oh, da steht ein Kicker. Ich liebe es zu kickern, liebe Leute. Ich bin nicht der Beste, aber ich liebe es zu kickern. Und was haben wir hier, hä? Yeah, Baby! Yeah! Alrighty, we got 14, okay? Ich möchte sofort kickern! In deinen Jugendjahren hast du häufig Kicker gespielt. Mhm. Ich will jetzt sofort spielen. Du hast keine Bälle. Hey, das war aber krass. Das war echt krass. Ich spreche doch nicht von deinen Klöten, du Clown. Der Fußball fehlt. Ach so, ja. Sehe ich. Ja, das ist so. Haben wir irgendwas? Ne, wir haben, glaube ich, nichts, ne? Okay, was haben wir hier? Oh. Starship. Wow. Ein nettes Paar Türen. Starschnitt, gibt's das eigentlich noch in der Bravo? Ich meine, ich habe mir schon, glaube ich, 100 Jahre keine Bravo mehr gekauft. Aber sind dann auch Starschnitte drin? Ich hatte mal einen Starschnitt von Elvis. Ich wusste ja, ich war damals ein alter Elvis-Fan. Und dann habe ich mir einen Starschnitt von Elvis geholt. Und das hatte ich komplett, das Ding. Da habe ich damals echt die Bravo für gekauft. So ein Elvis-Fan war ich. Wow, ein nettes Paar Türen. Okay, können wir das irgendwie öffnen? Öffnen. Öffnen, ja. Das brauchst du nicht zu öffnen. Warum? Vertrau mir. Okay. Was haben wir hier? S0 Gleitcreme oder SO Gleitcreme extra feucht. Diese Tube SO Gleitcreme extra feucht und Roulettekugelpolitur ist kaum benutzt. Okay, dann sacken wir uns die mal an. Man weiß nie, wann man das nächste... Schöne Mädchen trifft, das gerade dann eine... Roulettekugel in der Hand hält,
die dringend poliert werden muss. Aber sowas. Ah, jetzt, ja. Jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Hast du es genommen? So, können wir einen lecker Käffchen kaufen? Eine kleine Lache reinsten Klärschlamms ziert den Boden dieser Kaffeekanne. Will ich ja, ich will sofort einen Kaffee trinken. Da kannst du gleich ranziges Brackwasser trinken. Okay. Was haben wir hier? Das ist, Die Spüle ist voller Kaffee und Essensreste. Ich wünschte, ich bekäme eine Mark für jedes... Ach, vergiss es. Ja, ja, wir vergessen es schon. Was haben wir hier? Können wir es öffnen? Im Küchenschrank befindet sich nichts. Öffnen. Das brauchst du nicht zu öffnen. Vertrau mir. Vertrau mir. Oh yeah. Microwave. Die Angestellten des Schiffs sind glücklich, eine Mikrowelle in ihrem Aufenthaltsraum zu haben. Für die kleinen Mahlzeiten zwischendurch. Ah, okay. Was haben wir hier? Jackpot-Vermeider. Ein Überbrückungsdraht mit Krokodilclips an jedem Ende hängt an der Nachrichtentafel. Auf der Notiz daneben steht: Achtung Aufseher, durch Anbringen dieses Drahts lassen sich Jackpots vermeiden. Okay. Natürlich kannst du den Überbrückungsdraht nehmen, aber warum solltest du jemals einen Jackpot vermeiden wollen? Naja, das ist wohl wahr, eine berechtigte Frage. Haben wir den jetzt? Wir haben den jetzt. Was ist die Gleitcreme? Das sind die Würfel. Toilettenpapier fühlen. Die PMS Bouncy hat bei der Wahl ihres Klopapiers weder Kosten noch Mühen gescheut. Das Zeug fühlt sich an wie Sandpapier. 40er Körnung, würde ich mal sagen. Mit diesen schrecklichen Wahrheiten, meine lieben Leute, sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist, wow, rubbel die Katz, würde ich sagen. Liebe Leute, ich sage vielen Dank und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne, ab in Rinne. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier eine Runde kickern. Ich weiß es auch nicht. Liebe Leute, macht gut, euer Larry 45.